Your friend never returned with you, and the windmill is gone. I went to see it myself. Where is it? What did you do? Ich will zurück. Das ist nicht mein Zuhause. Kämpf gegen Windmühlen, kämpf bis ich sterbe, so wie Don Quixote. Ich kam aus Spanien in eine neue Welt wie Cristobal Colón. Alles, was ich kannte, auf einen Wimpernschlag verloren. Was ist das für ein Land? Hier bist du geboren. Ehrlich, das hier ist der Ort, aus dem wir eigentlich kommen. Ich wollte nicht zum Sport kein Instrument lernen. Auf keinen Fall wollte ich ein Teil von dieser Welt werden. Nutze meine Fantasie als Link in die Vergangenheit. Schreib es Jahre später auf und ich vergrab die Seite. Fremde Melodien erzeugen Druck auf meine Schläfe. Ich hör meinen Spanischlehrer spielen auf seiner Ukulele. Er hat mir Schreiben mit Feder und Tinte gezeigt. Lieder gesungen, deren Text ich heute immer noch weiß. Kulturschock, den ich mit niemand bereden wollte. 10 Jahre später saure Tränen sowie Regentropfen. Und jedes Mal, wenn ich im Sommer warmen Wind spüre, wird vor meinen Augen eine graue Wand zu einer Windmühle. Ich will zurück, das ist nicht mein Zuhause. Kämpf gegen Windmühlen, kämpf bis ich sterbe, so wie Don Quixote. Für mich war Deutschland keine Heimat, nur Wohnsituation. Bin nur zu Hause, wenn ich träume wie Schlomo Idolf. Ich stehe im Pausenhof allein, sehe die Wände nicht mehr, die sich verformen, bis ich stehe im Castel de Belver. Ich war der Neue, über den die anderen Kinder reden. Nicht das Deutschland, das ich kannte aus den Kika-Serien. Wie Schloss Einstein weiß nicht, was ich erlebe. Heimweh oder Fernweh? In mein Zimmer ziehen Leute ein, sobald wir weggehen. Niemand hat mir zugehört, denn ich hab nichts gesagt. Suchte einen Zufluchtsort in Fantasie und Wahn. Konnte nicht verstehen, warum wir gingen aus unserem Land. Warum alles, was mir wichtig war, auf einen Schlag egal war. Sonnengeküsster Backstein wird zur schuppigen Lederhaut über dem roter Tinte, dass er aussieht wie Fledermausflügel. Stimm das Monster aus Beton mit deiner Klinge, mit Stahlgriff. Entweder sterb ich oder mach das alles wieder Normales. Ich will zurück, nicht mein Zuhause. Kämpf gegen Windmühlen, kämpf bis ich sterbe, so wie Don Quixote. Sie wird versuchen, es dir einzureden. Sie wird versuchen, sich reinzuschlängeln in jeden Aspekt deines Lebens. Als stiller Begleiter in jedem kleinsten Moment. Immer da, auch wenn du die Anwesenheit nicht erkennst. Sie braucht dich, damit du den Giftschrank öffnest und sie Zugriff bekommt auf die Flaschen, um dich zu töten. Siehst du die Scherben, die meine Haut in Fetzen zerschnitt? Das wird entstehen, wenn die Viper die Fläschchen zerbricht. Ich hab nen alternativen Plan, du musst sie hier ausradieren. Dafür gebe ich dir nen Dolch mit, wo ein Vieh eingraviert ist. Silberne Klinge, goldener Schnitt. Folg nicht der Stimme, folge dem Licht. Also, töte die Viper. Nimm die Klinge, tu es, töte die Viper. Lass den Giftschrank zu und töte die Viper. Das ist böse gegen gut, also töte die Viper. Töte die Viper.